Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wie ihr schon im Titel gelesen habt, bleibe ich 32 Stunden wach. Also im Prinzip mache ich einfach nur einen Vlog, nur dass ich mit der Zeit immer schlechter gelaunt werde. Ja, also wir haben jetzt noch den Abend davor und ich werde morgen dann früh auf die Uhr gucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel um 7 aufwache, dann werde ich den ganzen Tag lang wach bleiben. Bis morgens um 7, dann habe ich 24 Stunden geschlafen. Und dann bis abends um 7, so halt 32 Stunden, logisch. Genau, und ich hoffe, ich schaffe das. Ich war, glaube ich, mal 24 Stunden wach, aber das ist auch schon ewig her. Und ansonsten bin ich mal gespannt, wie es so wird, wie meine Laune so ist, weil wenn ich Schlafentzug habe, ist eigentlich nicht so geil. Und ich hoffe auch, dass ich den Tag nicht komplett so versaue. Oh mein Gott, Hilfe, das wird so ein Chaos. Aber naja, wir sehen uns morgen. Ja, es ist jetzt hier 9, aber ich bin schon um 8 aufgewacht. Das heißt, ich muss bis morgen 8 Uhr abends wach bleiben. Ich habe absolut keine Hoffnung, dass ich das schaffe, aber mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja doch. Ich habe mich fertig gemacht und hier alles aufgeräumt. Ja, bis auf den Schreibtisch, der fehlt noch. Und genau, im Moment fühle ich mich noch sehr wach und ich bin sehr gut gelaunt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Voraussetzung für diese lange Nacht oder besser gesagt den langen Tag, I don't know. Und genau, wir fahren jetzt gleich los, denn ich will das mit meiner Kamera da jetzt fixen, weil ihr seht jetzt, so sieht es jetzt aus, es ist scheiße und ja, ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, dann bin ich halt super mad, weil bis vor einem Monat oder so hätte ich das Handy einfach zurückschicken können. Und das Ding ist, mein Face ID funktioniert halt auch nicht. Egal, ihr werdet jetzt die Transition sehen. Es ist so viel besser. Mein Handy hatte einfach einen Wasserschaden. Also ich habe es ja so im Furbish gekauft, deswegen das war schon mal richtig scheiße, dass ich es nicht direkt zurückgeschickt habe. Ich wusste, aber oh mein Gott, ihr wisst nicht, wie glücklich ich das konnte. Das hat mich immer so sehr abgeschreckt, dass es nicht klar war. Also ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied seht, aber es ist halt schon viel besser so. Weil das so scheiße für meine Videos und jetzt endlich wieder besser. Oh wow, wenn ich das sehe, das Bild von der Kamera, ist das so schön. Nee, also ich wollte euch einmal Update geben, weil vorhin war ich total müde und das war richtig schlimm und ich war so, scheiße, soll ich es jetzt wirklich noch machen? Aber ich zieh durch, ich schaff das. Hoffentlich. Genau, jetzt kommt gleich noch meine Cousine mit ihren Kindern und dann essen wir Kuchen und ich krieg noch ein Geschenk von ihr, Geburtstagsgeschenk, aber ich weiß eh schon, was das ist, also ja. Ich zeige euch das nachher dann auf jeden Fall noch und ich wollte euch noch was zeigen und zwar hier vorhin habe ich da diese Figuren, die ich halt zu meinem Geburtstag bekommen habe, das sind so jetzt so Schmuckstelle und genau deswegen habe ich da den Schmuck draufgehangen und da auch. Ich habe es jetzt glaube ich 20 vor 8 oder so, das heißt die ersten 12 Stunden sind schon mal rum, also das war jetzt erstmal entspannt, weil normaler Tag halt gelebt, wie immer. Und ab jetzt wird es interessant, weil ich war den Tag heute wirklich schon müde über. Aber jetzt gerade geht's wieder. Also ja, ich gucke jetzt gerade erst noch mal ein bisschen Stream und dann gucke ich mal, was ich mache. Ich habe auf jeden Fall noch Sachen geplant. Ich werde auf jeden Fall heute Nacht noch ein Workout machen und ich werde auch noch Brownies backen. Und ich habe mir auch noch ein paar andere Sachen überlegt, deswegen seid gespannt, was ich noch so Tolles mache diese ganze Nacht über und den Tag auch noch. Boah, ich habe gerade die Schublade aufgeräumt. Es ist einfach so schön, das so zu sehen, weil es ist immer so ein Chaoshaufen da drin. Und hier mein Schreibtisch, ordentlich, ist was anderes, aber egal. Ich werde auch heute noch sehr viel kreativ sein. Ich muss mein Scheißdrecks Kunstbild weitermalen. Da bin ich halt so weit und ich muss nach den Ferien fertig sein. Also mit den anderen 5 Bildern auch noch. Und ja, sagen wir so, ich bin noch nicht so wirklich gut vorangekommen. Aber egal, ich krieg's hin. Liebe Kunstunterricht nicht. Kennt ihr das, wenn ihr aufräumt und dann einfach so richtig geile Sachen findet? Das ist gerade bei mir so. Ich habe gerade so eine Art Stativ eigentlich gefunden, dass man so überall festmachen kann. Warum weiß ich sowas nicht? Das ist voll praktisch. Und ich habe auch eigentlich noch ein anderes Stativ, aber von meinen Eltern mir, glaube ich, irgendwie geklaut irgendwann mal. Auf jeden Fall mal zurückholen. Und what the fuck? Und warum habe ich bitte so viele Kabel? What the fuck? Also ich habe hier auch noch so eine Mini-GoPro, also so eine Fake-GoPro. Genau, und dann habe ich da so Kopfhörer und dann habe ich noch so 100.000 andere Dinge einfach. Irgendwie, okay, hier ist auch noch so ein anderes Stativ, keine Ahnung, wo das noch herkommt. Es ist cool. Und dann habe ich noch diese Dinger, die kann man einfach mit dem Handy verbinden und dann kann man so von weiter weg einfach so Fotos machen. Aber ich bin einfach maximal überfordert. Okay, aber ich werde das jetzt alles schön ordnen und aufräumen und da reinpacken. Und da sind auch die tollen Pancake-Art-Dinger drin und ach Gott. Ja, es ist schon sehr lange her. Ich krieg so einen Anfall wegen meinen Scheißern. Warum sind die da so und da so? Ey, ich sag's euch, wie es ist. Ich bin so ready. Ich höre die ganze Zeit so richtig wache Musik, also so richtig so harte Musik, I don't know. Auf jeden Fall motiviert mich das richtig, wach zu bleiben. Ich bin top wach, als wäre ich gerade aufgewacht. Ja, und ich werde lernen, diesen Würfel zu lösen. Ja, ich konnte es mal fast, aber auch nicht wirklich richtig.
Genau, ich werde probieren einmal. Ja, fängt schon mal gut an, ne? Ja, ich werde probieren, den so weit zu machen, wie ich kann. Aber ja. Also, die obere Seite habe ich jetzt hinbekommen, sodass es auch so richtig ist. Ich konnte auch mal hier diese Ecksteine, aber dafür brauchte ich irgendwie so einen Algorithmus. Und so vom Ding her konnte ich es noch gerade ein bisschen, aber es ist halt irgendwie schon so 5 Jahre her oder so, wo ich das gemacht habe. Also, ich probiere es mit logischem Denken hinzubekommen. Ansonsten muss ich mir gleich ein Video angucken. Ach gut. Ich bin zu inkompetent für mein fucking Leben. Eben habe ich es einfach da geschafft und jetzt schaffe ich es nicht mehr. Wie kann das denn sein? What the fuck? Ich will aufgeben. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, wow. Jetzt macht ihr dann eng auch noch. Okay, ich bin jetzt damit fertig so. Aber für diese untere Seite brauche ich es halt mit, weil sonst kriegt das halt nicht hin. Und genau deswegen muss ich jetzt nach unten und auf dem Fernseher mit toller YouTube-Tutorials dazu angucken. Geil! Ich habe ein bisschen aufgegeben. Also ich bin schon weitergekommen, so weil jetzt da oben so Kreuz und da die sind an den richtigen Orten so, aber jetzt bin ich bei den Ecken und hab keinen Bock mehr. Und eine kleine Frage habe ich noch. Warum verdammt es jedes Mal anfängt zu schneien, wenn ich hier abends sitze. Wie kann das sein? Wirklich, es schneit schon wieder. Wieso? Aber es sieht echt schön aus. Ja, ich glaube, es ist jetzt 23:30 oder so. Es geht eigentlich noch voll klar. Genau, ich gucke gerade dieses, wo die nichts essen dürfen, da diesen Stream da von den 8 Leuten da aus diesem Dings. Das ist sogar in Hamburg richtig krass. Nee, aber es ist irgendwie gerade voll der Vibe und ich mal gucken, wie lange die vor allem noch wach bleiben und mal gucken, wie lange ich noch bleibe. Also auf jeden Fall zählt noch bis morgen. Ich muss das durchziehen. Ich will das schon so lange und ich habe es nie gemacht. Deswegen muss ich es jetzt machen. Es ist 1. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin hier gerade auch schon weitergekommen. Also fast fertig. Ich muss jetzt nur noch den letzten Schritt machen. Aber ich habe gerade echt keinen Bock auf den letzten Schritt. Aber ich werde ihn jetzt schaffen. Ich glaube ganz fest daran. Ich habe mir ein Energy gekauft. Ich habe einmal Red Bull normal probiert. Es hat einfach geschmeckt wie dieses Brausezeug. Einfach dieses hier. Das war nicht so geil. Jetzt habe ich so ein Monster, so einen weißen Monster. Ich weiß, ich muss mal gucken, ob ich den mag. Mal gucken. Oh mein Gott, es hat einfach geschneit. Deswegen werde ich jetzt einen Schneemann hier draußen bauen. Es ist übrigens 1 Uhr. Wow. Der Schnee ist übelst scheiße. Egal. Hält mich trotzdem nicht davon ab, jetzt einen Schneemann zu bauen, ne? Oh, der Schnee ist kalt. Guess what? Der Schnee ist kalt. Wow, Lara, natürlich ist es auch gefrorenes Wasser. Reicht das als untere Kugel? Ich weiß nicht. Ich sag, meine Hände frieren ab. Oh mein Gott, das ist ungeil. Ich hab einen Schneemann gebaut, okay. Lass mich. Sieht man den überhaupt? Nein, ungeil. Hier, mein toller Schneemann. Bau niemals um 3 Uhr nachts einen Schneemann, sonst wirst du aufgefressen. Spaß. Super schön, man kann die Sterne sehen. Und es ist irgendwie ein bisschen kalt an den Händen. Ich werde jetzt Schnee essen. Schmeckt nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte gedacht, dass es mir schwerer fällt, aufzubleiben, weil ich fühle mich jetzt noch so ganz normal wie am Tag. Aber das Ding ist, man darf einfach sich nicht so hinlegen und sagen, ja, ich gucke jetzt mal einen Film, sondern muss einfach ganz normal weitermachen. Einfach Schneemänner bauen. Einfach hier Würfel lösen. Ja, ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass ich das heute Nacht noch schaffe. Und genau, ich habe mir jetzt noch so einen Joghurt mit Honig gemacht. Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie ein bisschen Hunger. Ich habe auch kein richtiges Abendbrot gegessen, deswegen ist es ein bisschen blöd. Aber mal gucken. Wie gesagt, ich freue mich schon auf die Brownies, aber wenn ich das jetzt mache, ist nicht so gut, weil das sowas richtig aktiv ist. Ich glaube, das ist gut, wenn ich das so um 4 oder so mache, weil 4 wird kritische Zeit. Ich hab's geschafft! Oh mein Gott, wie geil. Ja, ich werde ihn jetzt nochmal verdrehen und probieren, das jetzt nochmal komplett zu schaffen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich glaube schon, ich fühle mich jetzt eigentlich relativ sicher. Oh, es ist schon fast 2. Das ist gut. Glaube ich. Weil ich fühle mich noch relativ fit.
Ja, aber ich muss jetzt, glaube ich, gleich nochmal so ein Workout oder so machen, weil sonst werde ich vielleicht einschlafen. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt auch einfach kurz Pause machen können und dann einfach hier zeigen können, dass ich den wieder so habe, aber ich habe ihn halt verdrängt und jetzt ist er wieder richtig. Und ich hatte für 20 Minuten gebraucht. Was eine Leistung. Ja, aber ich habe auch die ganze Zeit abgelenkt und ich konnte mich nicht konzentrieren, weil mein Kopf ein bisschen tot ist. Es geht eigentlich. Habe ich gesagt, ich will jetzt ein Workout machen? Nö. Okay, ich nehme mir aber so ein richtig schlimmes Workout, so von Pamela Reif und so. Und dann gucke ich das auf dem Fernseher und dann mache ich das. Oh nee, warum? Okay, wir nehmen jetzt das. Das habe ich schon mal gemacht. Ich kann mich aber nicht dran erinnern. Ich glaube, das war so ein Corona oder so. Okay, 20 Minuten. 20 Minuten soll ich jetzt Workout machen? Ja, dann ist man schon... Ich will nicht Workout machen. Egal. Man sieht mich eh nicht, also egal, scheiß drauf. Oh mein Gott. Warum macht die das so schnell? Hilfe! Ja, kein Bock mehr. So. Nochmal. Oh mein Gott, das ist ja so scheiße. Ich habe 10 Minuten gemacht und ich sag, das reicht mir. Ich brauche keine 20 Minuten. Ich mache lieber später nochmal 10 Minuten. Anstatt jetzt so komplett tot zu sein. Weil dann bin ich auch müde und so, darauf habe ich keinen Bock. Ich werde jetzt diesen Energy Drink probieren. Ich habe, wie gesagt, das Emerald Bull getrunken und das hat nicht so geil geschmeckt. Ich habe den genommen, weil eine Freundin von mir den irgendwann mal getrunken hat. Keine Ahnung, ob ich den mag, aber also er sieht auf jeden Fall schon mal geil aus. Ich muss den aufmachen, warte, ich habe Angst, dass das so verkommt. Das riecht nach Shampoo. Aber es ist okay. Oder? Es schmeckt einfach nach Brause. Also, es ist okay, nicht jetzt auch trinken, aber... Warum trinkt man Energy Drinks? Das ist so ekelhaft. Sorry, aber das schmeckt wie Sprite zusammengemischt mit Shampoo. Ah ja, und by the way, wir haben jetzt bald gleich 3 Uhr nachts. Was kann ich um 3 Uhr nachts Schönes machen? Schön so auf Prank Bros, so. Red niemals um 3 Uhr nachts mit Alexa. Ja, keine Alexa, aber egal. Oder irgendwas anderes um 3 Uhr nachts, wenn es Peak ist. Ich überlege mir was. 3 Uhr nachts ist Peak of. Na, aber ich muss sagen, es geht mich gar nicht so schlecht. Aber es kommt einfach, wo ich bis 7 Uhr wach geblieben bin, da habe ich auch die ganze Zeit nur Filme geguckt und mal guck rum. Warum mache ich das an so einem normalen Tag und nicht, wo die gestreamt haben, einfach im Netherite vor das Ding? Ach, Digga, mein Kopf kann nicht mehr funktionieren. Wo die da Netherite gefahren haben, warum mache ich das nicht da, wo so ich durchgehend Entertainment habe, sondern einfach so ein random, dummer Tag? Egal, scheiß drauf. Kleiner Zwischenstand, es ist jetzt 4. Eigentlich wollte ich jetzt Brownies backen, aber ich habe keinen Bock, Brownies zu backen. Und ich krieg diesen scheiß Würfel immer noch nicht gut hin. Also, ich habe es schon so 2-3 Mal hinbekommen, aber ich bin immer noch richtig unsicher und bin so scheiße. Welche Rhythmus-Dings da muss ich jetzt machen? So, I don't know, ich bin halt wach und ich chill mein Leben. Ich dachte, das ist viel schwieriger. Vor allem alleine, weil sonst, wenn man so zu zweit ist, kann man easy so quatschen und so. Hält sich so gegenseitig wach, aber... so zu chillen ist auch eigentlich, das ist irgendwie lustig so, weil irgendwie voll unnötig eigentlich, aber ich war so, ja, ist bestimmt lustig jetzt Video, mal gucken. Ich spiele so ein Spiel, weil ich habe das so gesehen, so ein Video davon und jetzt spiele ich das auch auf dem Fernseher und ich finde, ich habe es ganz schön gut gemacht, also dafür, dass ich das mit der Fernbedienung eingeben musste, aber das ist echt lustig, ich spiele das jetzt noch weiter. Also da muss man halt da so guessen, was das ist. So, das ist halt alles mit Zucker und es gibt noch so ganz viele andere Sachen davon. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell umgeht. Also es ist jetzt zwar erst 5:45, aber es wird schon langsam so hell und die Vögel zwitschern und so. Und ja, keine Ahnung. Ey Leute, ich habe es gerade geschafft, in 3 Minuten und 33 Sekunden den Würfel einfach zu lesen. Ich habe so die Zeit gestoppt. Und ich finde, das ist ganz schön krass so, dafür, dass ich das erste Mal Zeit gestoppt habe. Genau, das ist ganz cool, dass ich das so schnell geschafft habe und ich werde jetzt auch das mit Zeitenstoppen machen. Das ist so random, aber irgendwie, das ist auch so ein geiles Ding, ich weiß nicht, das bockt voll. Genau, also,
so sieht es draußen aus. Wie gesagt, es hat geschneit und es ist jetzt schon hell, weil wir haben es jetzt schon 5:05. Was soll ich jetzt machen? Soll ich duschen gehen? Soll ich frühstücken? Ich will schlafen. Ah, scheiße. Ich wollte jetzt gerade meine Brownies zum Frühstück machen. Da fällt mir auf, wir haben keine Eier. Wir haben einfach keine Eier. Unser Kühlschrank ist komplett leer. Wir waren gestern einkaufen. Ich war so, ja, keine Ahnung. Ich habe extra noch Milch gekauft. Noch Butter, weil eigentlich haben wir auch Milch und Butter immer. Aber trotzdem war ich so, aber warum haben wir keine Eier? Also, ja, wir sind aus dem Urlaub gekommen, sondern noch nicht einkaufen. What the fuck? Jetzt war ich voll ready, Brownies zu machen. Menno. Was soll ich denn jetzt essen? Wir haben überhaupt nichts zu essen. Ja, ich gebe mir jetzt zum Frühstück eine Dose Mais. Ja, ist auf jeden Fall schon wieder hell, das ist schön. Ich werde jetzt mein tolles Pokémon-Puzzle weiter puzzeln, weil ich sonst nichts zu tun habe und ich will jetzt nicht noch mehr Fernsehen gucken. Ja, 24 Stunden sind geschafft. Wow. Zwei Drittel. Mathe-Profi, nicht Spaß. Ich bin müde. Ich könnte mich jetzt hinlegen und schlafen. Aber das wäre erstens total dumm wegen dem Video. Und zweitens wäre es total dumm wegen meinem Schlafrhythmus. Deswegen werde ich jetzt wach bleiben. Ganz einfach. Ich glaube, ich muss einfach was essen. Und ich muss duschen gehen und mich neu fertig machen. I don't know. Aber habe ich jetzt Bock darauf? Definitiv nein. Es schneit auch gerade schon wieder so überdoll. Also keine Ahnung, was das jetzt soll. Ich habe wirklich keinen Bock mehr auf diesen Dreckschnee. Aber... ach, soll einfach aufhören, bitte. Boah, es ist 11 und mir geht es langsam echt nicht mehr so gut. Ich habe irgendwie so mich so schlecht und ich habe Hunger, aber irgendwie auch nicht. Und ich bin echt langsam müde. Aber ich werde nachher noch Keramik malen gehen nochmal. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ich muss irgendwie was essen, sodass ich nicht umkippe. Das wäre scheiße. Aber ansonsten, ja, ich werde trinken und alles und oh mein Gott, ich muss außerdem mal mich fertig machen und duschen gehen, weil das habe ich immer noch nicht gemacht, Teil. Wir haben es 20:01 und ich bin immer noch wach und ich werde jetzt wahrscheinlich auch nicht einschlafen, bevor es jetzt Abend ist. Eben habe ich mich echt wirklich sehr schlimm gefühlt, sehr ranzig, obwohl ich halt eigentlich gerade geduscht habe, aber jetzt, wo ich mich fertig gemacht habe, ist das Ganze schon wieder etwas besser. Das freut mich auf jeden Fall und genau, jetzt muss ich auf jeden Fall was essen, weil ich glaube, das macht auch sehr viel von meiner Todigkeit aus. Von meiner Unlebendigkeit? Also, dass ich mich halt ranzig fühle. Also. Wir haben wirklich gar nichts mehr zu essen, deswegen habe ich mir jetzt einen Porridge gemacht. Normalerweise mache ich mir da noch Äpfel rein, aber ich hatte einfach gerade keinen Bock, mir Äpfel zu schneiden, deswegen halt jetzt keine Äpfel, I don't know. Ich hoffe... ich werde danach nicht mehr Hunger haben und ich hoffe, danach wird es mir noch besser gehen. Oh, das macht meine Videos so viel besser, dass meine Kamera einfach so slay ist. Wir sind jetzt gerade noch beim Keramik malen und ich bin hier schon fertig geworden jetzt. So sieht meine Schüssel aus. Meine Schwester ist noch absolut überhaupt nicht fertig. Und ich werde langsam ein bisschen müde. Ich bin wieder zu Hause und es war auf jeden Fall richtig gut, dass ich das heute jetzt noch gemacht habe, weil ansonsten wäre ich echt nicht mehr gut über den Tag gekommen. Weil ich musste da auch zu Fuß hingehen und so nochmal frische Luft und so. Ich habe jetzt noch 4 Stunden vor mir, aber kriege ich auch easy rum. Ich werde noch ein bisschen weiter puzzeln, ein bisschen den Würfel üben und dies, das machen. Es ist jetzt schon sogar 8:30. Das ist sogar schon eine halbe Stunde länger, als ich Minimum wach bleiben wollte. Genau, aber ich mache jetzt gerade noch den Brownie oder die Brownies, I don't know. Weil ich das auf jeden Fall heute noch machen wollte. Und genau, die sind jetzt schon im Ofen und da freue ich mich auf die. Ja, ich habe jetzt hier noch den fertigen Brownie und ich werde ihn damit probieren. Ja. Wundervoll wie immer natürlich. Ich merke aber auch, wie langsam schon meine Konzentration so schwächer wird, auch meine Energie, obwohl ich genug gegessen habe. Und mich auch einfach müder und wie mein Handy auch wackelt. Wie alles einfach anstrengender wird. Ich werde euch jetzt hier nochmal einblenden, wie viel ich insgesamt wach geblieben bin. Weil ja, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht direkt ins Bett gehen, aber genau. Gute Nacht und tschüss, bis zum nächsten Mal.